In diesem Video geht es um Halbtöne, Ganztöne und die C-Dur-Tonleiter. Töne haben einen Abstand zueinander. Man spricht von Ganztönen und Halbtönen. Bei einem Klavier kann man die Halbtöne an den schwarzen Tasten erkennen, bei der Gitarre an den Bünden. Das sind die Metallstege, die das Griffbrett unterteilen. Jeder Bund bei einer Gitarre ist ein Halbton. Beim Klavier stimmt es nicht so ganz. Ich habe ja gesagt, die schwarzen Tasten sind die Halbtöne. Es gibt aber zwei Stellen, da fehlt die schwarze Taste und es liegen zwei weiße nebeneinander. Dies sind Halbtöne. Von E zu F und von H zu C. Hier können wir auch eine Regel für Tonleitern ablesen. Die Tonleiter besteht aus folgenden Tönen. Grundton, nehmen wir mal das C, Ganztonschritt, es liegt eine schwarze Taste dazwischen, Ganztonschritt, Achtung, jetzt keine schwarze Taste, also Halbtonschritt, dann wieder Ganzton, Ganzton, Ganztonschritt und zum Schluss wieder ein Halbtonschritt. Nach dieser Regel funktioniert jede Dur-Tonleiter. Quizfrage. Zwischen welchen Tasten liegen Halbtonschritte? Zwischen D und E, E und F oder H und C? Richtig, zwischen E und F und H und C sind Halbtonschritte. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du diese Töne als Noten aufschreiben kannst.